Also wenn euch irgendjemand auf TikTok sagt, Floating Market sollte man machen, glaubt ihr nicht. Also auch dann nicht. Wie schon hier im letzten Video darf meine Freundin immer noch alles entscheiden. Sie hat mir diese Thailand-Reise auch geschenkt. Und für heute hat sie schon wieder neue Sachen geplant. Lass mich raten, wir gehen auf den Rooftop oder wir essen was. Das ist alles, was wir machen. Mein Schatz, denkst du, das ist ja auch sicher? Nee, das ist auf jeden Fall kein nicht TÜV geprüft, das kann ich dir sagen. Okay, ich glaube, der sagt dann rein. So, mein Schatz, willkommen auf der Private River Tour. Ich kann ihn nicht verstehen, er ist ein bisschen laut, aber ja. Okay. Gucken wir uns jetzt Bangkok ein bisschen vom Wasser aus an, das habe ich verstanden. Wow, da kommt ein fliegender Händler hier. Der Tuk-Tuk. No, bei der Coca-Cola. Bei der Bier. No, thank you. How much? Bei der Diver. You want anything? Yeah. Bier? Alright, okay. 150 total, ja? Nein. Warum hat nicht funktioniert, Leute? Der hat aber auch erst beautiful zu mir gesagt, als ich aufgestanden bin. Hallo, beautiful. Aber schön, krass, ja gerade so einen Kanal durch und an diesem Kanal sind überall halt Häuser und du kannst richtig halt teilweise reingucken in deren Küchen oder wie die hier halt im Fluss ihre Sachen mehr oder weniger sauber machen, obwohl es super dreckiges Wasser ist. Also das ist schon auch so ein crazy Kontrast hier in Bangkok zwischen super reichen, super teuren Sachen, wie die ganzen Rooftops, auf denen wir waren. Ja. Und dann aber eben hier auch solche Teile von Bangkok und es gibt wahrscheinlich noch viel ärmere Gegenden. Reich und eher arm ist es schon eng beieinander. Und geschafft, wir sind angekommen am Asia-Market. Asiatik. Thank you very much. Wie schön ist es hier bitte? Erstmal durchatmen, nach dem, meine Ohren dröhnen. Ich höre dich endlich wieder. Es ist so ruhig hier auf einmal und richtig schön. Was gibt's alles? Es gibt Riesenrasen, Karussell, ganz viel Restaurant drin, ist sogar ein Riesenmarkt. Wir haben einen Platz zum Essen gefunden auf jeden Fall. Ist aber auch richtig Hunger, nachdem man den ganzen Tag unterwegs war. Thank you very much. Ja, sieht auch nicht aus, oder? Also essenstechnisch würde ich sagen, sieht cool aus, kann man oder? Da eigentlich eher weniger meckern. Ein bisschen Curry noch dazu. Oh mein Gott. Wir haben Non-Spicy bestellt. Imagine, wir hätten Spicy bestellt. Aber selbst das Non-Spicy, richtig. Wow. Oh, der ist scharf, okay. Lass uns irgendwie runterbekommen und dann mal gucken, was wir noch machen. Und der Abend geht weiter, wir haben Jelly getroffen. Yeah. Mein Bruder. Und ich entführe euch jetzt. Also wortwörtlich, ich entführe euch jetzt. Okay. Komm mit der Lebensdame wieder raus. Ihr seid die ganze Zeit so voll schick und ich bin so, jetzt gehen wir in die Seitenstraße. Es wird echt so langsam, wird es dunkel hier. Aber ich meine, so schlimm kann es nicht sein, weil... Ihr müsst es suchen gleich, ne? Seid ihr bereit? Nee, es geht jetzt nicht da rein. Doch. Es geht wirklich da rein. Aber deine, also eure Mutter ist auch hier? Ja, die ist schon eingesperrt oben. Aber das ist kurz zur Erklärung, sowohl Joelle als auch die Mutter von den beiden, die machen gerade hier zusammen Urlaub. Ja. Zufällig zur gleichen zufällig. Zeit mehr oder weniger. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Also, die Bar ist eine Bar. Ja. Die Bar heißt Find the Locker. Und ich lasse euch jetzt vor. Warte, ich muss euch dabei filmen. Find the Locker. Find the Locker. Weißt du, was ein Locker ist? Johnny? Ja. Genau, ja, schießt was. Oh, okay. Oh mein Gott, was? Das ist den richtigen hier finden, der aufgeht. Ich meine, Türgriff wäre hier. Aber da ist nicht. Gibt es einen Trick oder muss man einfach versuchen? Ah, hier, guck mal. Der geht aus. Aber es reicht nicht. Es geht auf links und rechts. Die andere Seite. Einfach so rein, so. Ah. Und so. Hier ziehen. Ah! Oh mein Gott. Hi. Hi. Hallo. Also so schwer war es noch nie, meine Mom zu finden, ich sag's euch. Oh! Gefunden! Hallo! Ja? Hallo!
Oh, Leute, das war eine Hammerbar, eine Lockerroom. Man kann es nicht wirklich erkennen, aber da geht's rein, wenn ihr auch mal in Bangkok seid. Und damit guten Morgen, Leute. Wir sind gerade auf einer 1,5 Stunden Autofahrt. Wahrscheinlich sich irgendwas überlegt hat, wo wir lange hinfahren müssen. Lohnt es sich denn? Also haben wir jetzt ein paar TikToks dazu angeschaut. Oh Gott, das kann ja was. Und da sind wir. Es ist genau, was ich erwartet habe. Man wird erstmal hingesetzt. Wir sind schon vor, dass man mit Tieren irgendwie ein Foto machen kann. Wir kriegen ein bisschen Wasser. Gerade Verhandlung gewesen. Riesenpaket, was wir buchen können. Mit man kann irgendwas schießen, Tiere besuchen. Der Aschenbecher ist super. Aschenbecher ist am Start. Shani hat jetzt verhandelt, dass wir ein bisschen kürzer machen. Nur das Nötigste. 130 Euro sind das jetzt für eine kleine Brusttour. Mal gucken, wie das jetzt wird. Ey, das ist so geil. Man fährt praktisch hier einfach nur ein Drive-Thru nach dem anderen ab. Hier vorne ist einfach so McDonald's, KFC, Burger King. Alle halten so eine Karte raus, kannst du bestellen. Starbucks habe ich. Die müssen auch Delivery machen, was er nicht mal anhält. Einfach nur so, yo, ich hätte gern das und das so. Und die sagen, ja, schicken wir das zum Ende. Am Ende kriegst du einen großen Duty-Free-Sack und darfst du mitnehmen. Ein bisschen paar Butterbilder hier noch mitnehmen. Das ist wirklich eine reine Kaffeefahrt von Stand zum Stand. Sehr, very nice, very nice, nice. Oh, das sind einfach Dildos, die du dir kaufen kannst. Das sind einfach Dildos. Ja, und dann auch Portemonnaie, wenn man das möchte. Ein Traumfänger. Alles, was du willst, mein Schatz. Gibt's alles. Das ist wirklich wie so eine Geisterbahn auf der Kirmes. Flipflops. Flipflops auch. Wie eine Geisterbahn auf der Kirmes, nur ohne Geister, keine Schrecken, sondern einfach nur so ein paar Touri-Shops hintereinander. Wasserbahn nennt man das auch. Geisterbahn bin ich jetzt selber hergeholt. Also wenn euch irgendjemand auf TikTok sagt, Floating Market sollte man machen, glaubt ihr nicht. Also auch der nicht. Weil ich muss sagen, es hat schon seine coolen Seiten, ja? Dass man anhalten kann, so ein frisches Partei bekommt. Das ist schon sehr geil. Vor allem vegetarisch. Thank you. Danke. Und wie ist es? Schmeckt geil. Und für 2 Euro kann man nicht meckern. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen Hater hier von dem ganzen Ding, weil ich mag so Touri-Sachen einfach nicht. Und hier ist halt... Was denn? Ich hab gelacht, weil Felix so... Ja, ich bin hier schon voll der Hater und sie von der Seite... Do you want something, sir? Please. Sie sind so richtig nett. Und Felix so, ich mag's dir gar nicht. Ich hasse es hier. Und die Leute von draußen so... Sir, do you want drinks? Ich komme ja mit, weil ich weiß, du findest. Ich komme mit, weil ich weiß ja, du findest es schön. Ja. Deswegen bin ich mal dabei. Ich mag ja nur so Touri-Sachen. Kein Thai geht hier hin und fährt hier einmal durch, um so ein bisschen Wochenendeinkauf zu machen. Nee. Ist halt wirklich einfach nur für Touristen aufgebaut. Und wenn man sowas mag, so wie Shani, dann ist es bestimmt ganz cool und lustig und gut, dass man hier Essen bekommt. So, man muss es gar nicht so abbeißen, weißt du? Ist lecker. Ja. Also das mit dem Essen hier drauf, ja? Das reißt ein bisschen raus. Das ist schon ganz cool, aber die 70 Euro pro Person hier. Das ist zu krass. Das ist so krank. Also man hätte bestimmt noch krasser verhandeln können, aber wir haben schon runtergehandelt. Und dann... hier ist jetzt Speed Limit. Ihr müsst auch noch geblitzt, wenn ihr zu schnell Und er war im Hintergrund so... Und wieder Vollgas. Thank you. Ach, insgesamt eine lustige Erfahrung. Ich würde sagen, ich gebe 3 von 10. Oh. Ich habe nicht viel erwartet. Es kam auch nicht viel. Aber am Ende waren ein paar lustige Sachen dabei. Ich finde 3 von 10 ist schon angemessen. Tja, vom Floating Market geht es weiter zum Train Market. Das ist hier ein Markt, der wirklich mitten auf den Gleisen stattfindet. Also immer wenn der Zug kommt, was mehrfach am Tag ist, dann müssen wir hier alles einklappen, alles wegmachen und gerade läuft man einfach noch drüber. Also ich meine, die Sachen, die hier angeboten werden, sind die gleichen Touristensachen wie auch auf dem Floating Market, aber wir sind halt wirklich auf dem Gleis. Das ist schon, das ist zumindest lustig. Und man denkt sich halt schon so, okay, macht das jetzt Sinn? Können die es nicht auch irgendwo anders aufbauen? Also weißt du, könnten sie wahrscheinlich, aber für Touristen ist es halt cooler auch, das irgendwo hier irgendwie so als besonderen Markt zu haben, jawohl. Laune ist hier da. Also das hat hier natürlich auch richtige Ursprünge schon, ne? Weil die Reisenden immer gekommen sind mit den Zügen und dann war es halt sinnvoll, direkt an den Gleisen auch irgendwo den Markt aufzubauen. Das ist tatsächlich, würde ich sagen, hier weniger touristisch als gerade. Ja.
Definitiv. Wir Touristen, wir sind jetzt ja nicht so am Kochen hier, aber die ganzen Einheimischen, die kaufen jetzt hier ihr Fisch und alles. Das ist schon ganz geil. Ich denke mir trotzdem nur, warum? Also, hier fährt ja wirklich der Zug lang. Oh, jetzt kommt die Durchsage, jetzt wird hier alles zusammengebaut. Einmal wird hier alles zusammengefahren. Kokosnüsse werden jetzt gerade erstmal nicht weiterverkauft, weil jetzt kommt der Zug. Oh mein Gott. Er fährt halt wirklich einfach hier direkt an einem vorbei. Und man muss dazu sagen, hier steht eine rote Linie und die ist auch ernst gemeint. Also die ist wirklich ernst gemeint. Deswegen so, wir können nicht wirklich weiter zurück. Ich sag mal so, in Thailand ist halt immer noch jeder für sich selbst so ein bisschen verantwortlich, weißt du? Kannst nicht sagen, ist TÜV geprüft hier. Auf jeden Fall eine verdammt coole Erfahrung. Das ist der Trainmark. Und jetzt wird einfach hier zack wieder alles nach vorne gerollt. Die Schirme werden wieder nach vorne geklappt. So, und jetzt kann der Marc weitergehen. Wir sind auf der Rückfahrt, Leute. Anderthalb Stunden. Zeit zum Schlafen auf jeden Fall. Und wir sind back im Hotel mit dem Hammer-Ausblick hier auf Bangkok. Das Hangover-Hotel hat Johnny schon cool ausgesucht auf jeden Fall. Und hier drin ist das Podcaster-Zimmer eigentlich, muss man sagen. Ja? Nicht nur ist Johnny hier mit ihrem neuen Podcast, die Daddy-Hotline, so heißt der Podcast. Checkt den mal aus auf allen möglichen Plattformen. Und nebenbei, ich habe auch eine neue Folge aufgemacht von unserem Podcast, von Gemütlich Nachsitzen mit der Bergmann und mir. Checkt da auf jeden Fall auch die neue Folge aus. Da habe ich auf jeden Fall mal sehr ehrlich darüber gesprochen, was ich hier in Thailand so erlebt habe, was ich gut fand, was ich vielleicht auch nicht so gut fand, was Johnny ausgesucht hat, Leute. Hört euch... Wie, was fandst du nicht gut? Gar nichts, Leute. Hört euch die neue Folge an. Link zu Gemütlich Nachsitzen ist unten in der Beschreibung. Und ansonsten, was ist im heutigen Video? Vielen Dank, Johnny, fürs Sein von allem. Kein Problem. Und wisst ihr, was jetzt kommt? Ciao. Ciao. Nein? Ich wollte eigentlich noch sagen, Dankeschön, weil ohne dich hätte ich viele Sachen heute wahrscheinlich nicht erlebt, nicht gemacht.